Herzlich willkommen zum Gitarrentutorial Herbstblätter. Es richtet sich an alle, die gerne einmal Gitarre ausprobieren wollen und an euch, liebe Schüler. Ihr könnt dieses romantische Gitarrenstück sehr einfach mit Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen anschlagen. Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Auf der ersten, zweiten, dritten Seite. Auf dem Notenblatt seht ihr oben die Noten und darunter eine Griffschrift, die aus Zahlen besteht. Die Herbstblätter lassen sich sehr einfach nach der Griffschrift lernen. Wenn ihr den ersten Takt anschaut, seht ihr 0, 0, 0, das heißt die Seiten 1, 2, 3 sind leer, also 0, 0, 0. Für den zweiten Takt setzt ihr den ersten Finger in den dritten Bund. In der Griffschrift steht dann 3, 0, 0. Jetzt wandern wir in den siebten Bund, 7, 0, 0. Und wieder 3, 0, 0. Wir springen jetzt zu Teil C, weil Teil C grifftechnisch Teil A weitgehend entspricht. Es beginnt auch leer. 0, 0, 0. 3, 0, 0. 7, 0, 0. 3, 0, 0. 2, 0, 0. 3, 0, 0. Das waren jetzt bereits Teil A und C. Nun fehlt Teil B. Dort gibt es eine Ausnahme. Der erste Finger sitzt dieses Mal auf der zweiten Seite im ersten Bund. In der Griffschrift steht dann 0, 1, 0. Nun spiele ich euch einmal das ganze Stück vor. Thank you.
einmal die Takte der Herbstblätter bunt durcheinander wirbeln, zum Beispiel 12.00, 7.00, 12.00, 3.00. Ich bin sicher, euch fallen sehr viele neue Variationen dazu ein. Noch ein Beispiel zum Abschluss. Spaß beim Ausprobieren.